So, wir sind. Bringe die Fälle zu Daphne. Also werden wir das jetzt tun und diese Quest abschließen. Und du bringst mir Geschenke? Mhm. Das sollten alle Fälle sein. Ja. Mhm. Doch die Prüfung ist noch nicht vorüber. Wie meinst du das? Du hast dich in den Augen der Artemis als mächtige Jägerin bewiesen. Mhm. Aber es bleibt noch eine Kreatur, die du besiegen musst. Aha. Dieses Tier ist keine einfache Beute. Triff mich und meine Schwestern auf der Klippe, die das Dorf überblickt. Gut. Wann? Wenn du bereit bist. Naja. Wow. 1, 2, 6. Ja, da ist alles. Meistermontur, alles Mögliche. Jawohl, jetzt kriegen wir sie komplett, die Tutti. Ist das jetzt? Ja, das sieht doch gut aus. Und 18. Jawohl. So. Daphne? Die Gegend wird gut bewacht. Ja, ja. Aber ich will ja zu Daphne. Und nicht zu dem. Cassandra, komm her! Ja, ich bin ja schon da. Wirst du mir jetzt sagen, was hier los ist? Meine Schwestern, wie es das Gesetz vorsieht, das Artemis selbst festlegte, ist die Zeit meiner Prüfung gekommen. Ich präsentiere euch daher Cassandra. Mhm. Gut. Bei Hades, was geht hier vor sich? Es ist alles gut, hab keine Furcht. Genug mit Geheimnissen. Ich will die Wahrheit. Artemis schickt für jede Generation ihre Boten in die Wildnis. Diese Kreaturen sind das Zeichen für ihre Töchter, dass ein Herausforderer sie erwartet. Einer, der sie führen wird. Führen? Was soll das bedeuten? Besiege mich in einem Kampf auf Leben und Tod und werde zur Anführerin der Töchter der Artemis. Lehne ab und du wirst zu einem Niemand für uns, wie zuvor. Anführerin? Ja. Töte mich und die Töchter der Artemis werden deine Verbündeten sein. Die Götter brachten uns für diesen Moment zusammen. Wofür du dich auch entscheidest, es gibt kein Zurück. Wenn die Götter es so wollen, ich kämpfe nicht. Nein, klar, logisch. Wer bin ich, dem Willen der Götter zu trotzen? Ja. Artemis, mein Schicksal liegt in deiner Hand. Ja. Gut, das war's. Oh, oh. So, das war's. Das war's. Die wollte mich gerade angreifen. Bitte, sorge für meine Schwestern. Auch wenn wir stritten, ich muss wissen, dass sie sicher sind. Ja. Ich gehe mit ihnen ein... Ich gebe ihnen einen Weg vor. Ich folge in deinen Fußstapfen. Ich werde versuchen, deinem Erbe gerecht zu werden. Möge Artemis dich leiten. Oh Mann. Ist immer hart. Gut, dass du so weit weg bist. Ach so, jetzt wird das alles nochmal aufgelistet. Kokottashygiene. So. Die Jagd der Göttin. So. Jägerinnendorf. Wir werden sie unter dieser Eiche begraben. Artemis ansinnen. Nein! Bei Gott nicht. So, jetzt haben wir so viele Quests beendet. Jägerinnendorf, aber ich müsste doch jetzt normalerweise die Schätze. Also ich müsste jetzt einfach hier rein können und. So, in die Höhlen einfach rein können. Dieses Dorf wirkt irgendwie anders. Ja, nur in die Töchter der Artemis. So, dann werden wir jetzt mal hier reingehen. Ja, wir können einfach so hinein. Und natürlich die Schätze plündern. Oh. So, jetzt ist es aber richtig hell. Sekunde. Gucken, wo hier der Schatz ist. Aber hier ist er nicht. Nee. Hier ist er nicht. Oder doch?
muss der Schatz ja sein. Klar, wird der mir sonst angezeigt, aber... Das sind ja zwei. Oh! Gut. Alter, ist der heftig. So, die Höhle ist erledigt, geklärt und gereinigt. Ja, und ungezieferfrei. Ja. Also, was ich jetzt als nächstes soll, ich glaube, nach Pefki zu gehen, aber 100%ig weiß ich nicht. Ihr werdet es dann sehen. So, ja, die Ruinen sind zwar hier, aber ich will nur das. Bam! Ja, gut, wenn das langweilig ist, dann dürfte das jetzt erledigt sein, du blöde Kuh. So, komm, den Tod bestätigen. Und dann schnell weg hier. Yes! Du richtest kein Unheil. Nein, auf keinen Fall. Das war Iokaste, die Seherin. Yeah! So, die Anbeter der Blutlinie sind erledigt. Und yes! Kultistenmenü rein. Genau. Oh, der Geist des Kosmos ist zu enthüllen, Freunde. Dann tun wir das auch. Wir sind ja alle so gespannt, wer das ist. Du hast es selbst gesehen. Die Zukunft gehört jetzt uns. Ja. Preist alte und neue Götter. Das werden wir auch noch tun. Aber erstmal den noch. Und den noch, und das ist alles in Pefki, deswegen, ja, schauen wir mal. Und dann gehen wir natürlich dahin, dann haben wir das abgeschlossen. Und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Yes! Pefki, Heimat der Helden. Wunderbar. Nee, wo habe ich den jetzt? Ich finde es im Moment nicht. Ah, bis gleich. Lernt, wie ihr den mächtigen Minotaurus besiegen könnt. Erschlagt das Biest mit dem Trick, den alle Minotauren hassen. Bucht jetzt die Führung, um euch die Enttäuschung zu ersparen, zu eurem kopflosen Körper hochzugehen. Wie Andros in FG. Okay. Jetzt muss ich mal okay sagen, okay? Heimat deine Sterne. Ja, jetzt breche ich nicht mehr ab. Nee, das macht keinen Sinn. Absolut nicht. Ich dachte, ich müsste den Jungen da, weil der vom Minotaurus geredet hat. Boah, guck mal, wie viele Fragezeichen auf einmal aufpoppen. Bup, 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 bup. Boah, 2, 4, 6, 7. Boah, nur, was die vor mir ist. Minotaurus scheint hier beliebt zu sein. Ja, absolut. Schnauze. Kann ich den dann nicht hinholen? Moment. Moment, ich guck mal eben, sorry Leute, dass ich das jetzt mache, aber der Mächtige, ne? War das? Ist das richtig? Nee, ich suche nämlich der Funken, Vaterverräter, Scharfschütze, aus der Asche erwacht und Feuerdonner. Die suche ich, die Dinger. Ja. Hallo? Ah. Jede Jagdgruppe darf aus höchstens 3 Teilnehmern bestehen. Der Kauf von Minotaurus Erinnerungsstücken ist Pflicht. Aus. Gut, ist Pflicht. Bestimmt nicht. Ja, habe ich beim ersten Mal nicht gemacht. Ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? Zwei von den dreien interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotaurus. Der Minotaurus wurde bereits erlegt. Von mir. Du hast den Minotaurus erlegt? Tut mir leid, aber du irrst dich.
Da musste ich ein zweitklassiger Schauspieler mit Kostüm im Dämmerlicht reingelegt haben. Mhm. Der echte, originale Minotaurus lebt hier bei uns. Und wehe, du zweifelst daran. Ja, und dann? Erlegtest du den Minotaurus, kämst du Theseus gleich. Und du würdest den großen Preis von Pefki einheimsen. Mhm. Euer Minotaurus muss sterben. Klingt, als hätten wir eine weitere Teilnehmerin. Es folgen die Prüfungen des Minotaurus. Die Vorprüfungen. Mhm, die Vorprüfungen. Na, ist das nicht prickelnd? Ja, die Minotaurus-Vorprüfungen. Sagtest du gerade Minotaurus? Vorprüfungen? Um gegen den Minotauros kämpfen zu können, musst du dich erst in heldenhaften Prüfungen würdig erweisen. Mhm. Wir können doch keine arglosen Reisenden einfach so in den Tod schicken. Hefki-Regeln. Mhm. Woraus genau bestehen die Vorprüfungen des Minotauros? Es gibt eine Prüfung der Stärke. In dieser trittst du gegen die größten Krieger Kretas an. In der Prüfung der Genauigkeit musst du ein gutes Auge beweisen. Und in der Prüfung der Ausdauer zähmst du das Wasser. Ich soll also schwimmen? Das... Das ist doch ein Trick, um mich zu bestehlen. Mhm. Söldnerin, ich... Also, wie kannst du nur so etwas denken? Du bist eine furchtbare Person. Mhm. Erzähl mir von eurem Minotaurus. Halb Mann, halb Bestie. Ein Monster! Seine Hörner sind scharf wie Klingen und seine Klingen sind scharf wie... Hörner? Hörner? Warte, nein, das war falsch. Ich sehe ihn direkt vor mir. Du musst ihm begegnet sein. Viele Male. Ich sage nur so viel. Keiner ist je von seiner Wohnstätte zurückgekehrt. Mhm. Was genau ist der Preis von Pefki? Nichts weniger als unbegrenzter Reichtum. Krieger, die vom Minotaurus besiegt wurden, haben keine Verwendung mehr für ihre Drachmen. Also sammeln wir sie für einen Preis, der jenem gebührt, der die Bestie erlegt. Euer Preis besteht aus den Drachmen der Toten? Bitte. Ich versichere dir, dass viele dieser Münzen direkt an die berühmte Schule für Kinder, deren Eltern auf tragische Weise vom Minotaurus getötet wurden, gehen. Verstehe. Klar. Meine Güte. Bist du bekannt mit einem gewissen Melite? Melite? Nun, ich... Nein, noch nie von ihm gehört. Seltsamer Name, an den würde ich mich erinnern. Mhm. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen? Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotauros mir. Wunderbar! Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Ja, gut. Ach. Noch eine Heldin, die uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pefki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Mhm. Bitte, Leandros, es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Mhm. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtiger. Mhm. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klar zu machen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Sorge dich nicht um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Großer Kampf. Jede Menge Blut. Denk an den Ruhm. Denk an den großen Preis von Pefki. Bitte glaube mir, Heldin, nichts ist, wie es scheint in Pefki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, meine legendäre Freundin. Die Vorprüfungen des Minotauros warten. Na prima. Ist ja hervorragend. Schließe die Vorprüfungen. Na gut, dann gucken wir mal, welche das sind. Muss ja irgendwie so 200, 109. Die Vorprüfung der Stärke. Na gut. Dann werde ich wahrscheinlich in einem aufnehmen. Also, solange die nicht zu weit auseinander sind. Ja, ich beweise mich. Ich mach das Ding mal da weg. Ja, hallo. Hey, weg. Genau, weg.
zack. So, dann wollen wir mal gucken, was die Vorprüfung der Stärke ist. Ja. So. Wer bist du denn? Wer ist denn der? Schere, schwächliche Herausforderin. Du willst deine mickrige Gestalt in meiner Vorprüfung der Stärke zerschmettern lassen, ja? Meine mickrige Gestalt ist vielleicht schwerer zu zerschmettern, als du denkst. Wie tapfer. So zu tun, als hättest du eine Chance gegen einen so starken und hübschen Krieger wie mich. Oh ja. Wir können um das Abzeichen kämpfen, ja. Aber vielleicht möchtest du unzerschmettert bleiben und mein Abzeichen kaufen, ja? Nö. Nein. Wir kämpfen. Hm. Bist du sicher, dass du nicht lieber deine glänzenden Drachmen ausgeben? Wir kämpfen. Dann lass das Zerschmettern beginnen. Gut. Jetzt das Abzeichen. Reichertruppe. Der Preis war gut. Jetzt ja. Zahlst du einen neuen Preis. Dein Leben. Reden. Was? Was fühle ich denn da? Was ist das? Die Schande der Niederlage. So fühlt sich das an? Gewinnen ist besser, ja. Das Abzeichen der Stärke gehört dir. Einen wundervollen Tag noch und schlag mich bitte nicht nochmal. Ja. Ich brauche alle Prüfungsabzeichen. Ja, brauchen wir. Ganz genau. So, der nächste. Das nächste, besser gesagt. 105 Meter. Der Ausdauer. Ich meine, schau, guck mal, ist direkt. Ach so, das sind die Dinger. Gut. Ja. Immer wenn so, was ist denn jetzt? Ach, da muss ich da runterspringen und tauchen. Ja, ich glaube ja. Hm, jo, dann, wenn die einen bescheißen wollen, dann bescheiße ich jetzt auch. Aber so weit von. Hm. Da ist er. Grünau. So, wie sieht's aus? Ja, ja. Bin ja schon da. Keine Panik. Nö. Ich warne dich. Du solltest besser bezahlen, um diese Prüfung zu bestehen. Die Vorprüfung der Ausdauer fordert mehr Todesopfer als all die anderen Prüfungen zusammen. Mhm. Waren die anderen vor dem Sprung betrunken? Ehrlich gesagt, ja. Sehr unprofessionell von ihnen. Solltest du den Heldensprung überleben, musst du das Prüfungsabzeichen aus einer Truhe in den finsteren Tiefen des Gewässers unter uns holen. Dein Abzeichen gehört mir. Nein, bitte. Ich warne dich, bezahle für mein Abzeichen. Die Gefahren, denen du dich sonst unter Wasser stellen müsstest, sind einfach zu groß. Gut. Du kriegst keine Drachme von mir. Ich mache die Prüfung. Wenn du unbedingt einen qualvollen Tod unter Wasser erleiden willst, wer bin ich, dass ich dich aufhalte? Denk dran, du findest das Abzeichen in einer Truhe am Grund des Sees. Gut. Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass du überleben solltest, werde ich am Ufer auf dich warten. Was genau hat Schwimmen damit zu tun, meine Fähigkeiten für den Kampf gegen den Minotauros zu prüfen? Nun, die Wege des Minotauros sind unergründlich. Klingt nach viel Ärger für ein Abzeichen. Ja, ganz dann genau. Dann muss ich mich wohl nass machen. Ja, dann machen wir da mal. Zzt, rein da. So. Oh, Moment. Da sind Haie. Kann das jetzt wirklich wahr sein? Tatsache. Hey. Noch einer. Oh, ich hasse das. So. Ich sage, ich und Schießen. Oh, es sind zweierlei Paar Schuhe. Sag mal. Also jetzt. Hallo. Kannst du jetzt mal ruhig bleiben? Oh, tschüss. Meine Güte, ne. Ist aber auch tief. Sie hat ja gesagt. Der Grund. Oh, da ist noch einer. So, einmal ist dann noch einer. Ich hoffe nicht.
Ich hoffe nicht. Sonst sieht das echt übel aus für mich. Danach habe ich gesucht. Ja. Hey. Was denn dann hier? Ich nehme alles hier mit. Ein Apfel. Na super. Ah. Super, das Abzeichen habe ich doch. Hervorragend. Jetzt muss ich nur noch wieder raus. Oder muss ich da durch? Weiß ich jetzt nicht. Muss ich hier raus? Nein, ich muss... Halt! Was war das? Nein, runter. Ah. Lavendel unter Wasser. Ja, geil. Die Tierchen sind cool. Aha. So, sie wartet am Ende, hat sie gesagt, ne? Ja. Na gut. Dann wollen wir mal hinauf. Ja, hier muss noch einer. So, zack. Yes, erledigt. Hm. Jetzt gehen wir mal wieder zurück kurz. Und werden das Schwert wieder reintun. So. Zack, zack. Unwahrscheinlichen Fall. Ja. Da oben ist der nächste. Dann gehen wir doch dahin. Ja. Ja, aktivieren tun wir gleich. Jo, dann mache ich die halt auf einmal. Nicht das Problem. Na, Kriegerschießplatz. Es ist Stunden her, wo sind Sie? Warum musste ich ausgerechnet Jungs kriegen? Jungs, kommt nach Hause! Mikon! Aha. Was haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen? Ihre Keine Mutter Ahnung. Wird mich dem verdammten Minotaurus vorwerfen. Das muss die Vorprüfung der Präzision sein. Hm? Oh, ja. Das ist die Vorprüfung der... Wo genau sind meine verfluchten Söhne? Deine Söhne? Das klingt nicht nach einer Prüfung. Hast du schon mal Söhne erzogen? Das ist die schwerste Prüfung von allen. Nur wenn du die weltberühmte, äußerst legitime Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne abschließt, kannst du fortfahren und schließlich auf den Minotaurus treffen. Also, wenn ich deine Söhne finde und sicher zurückbringe, kriege ich dein Prüfungsabzeichen? Du bekommst mein Abzeichen und meine ewige Dankbarkeit. In was für ein Schlamassel deine Söhne auch gestolpert sind, ich finde sie und hole sie daraus. Genau. Meist verstecken sie sich in den Feldern hinter mir. Ich rate dir, bereite dich geistig und moralisch darauf vor, denn das ist deine bisher schwerste Prüfung, tapfere Kriegerin. Wenn ich deine Söhne finden soll, muss ich mehr über sie wissen. Drei kleine Rotznasen. Wunderbar, bildhübsch, aber trotzdem Rotznasen. Sie hören nicht auf mich, aber vielleicht hören sie auf dich. Du sagtest, deine Söhne könnten auf dem Feld sein, aber ich brauche schon etwas mehr. Sie toben überall. Gebäude, Türme, im Korn. Oh, im Korn! Es ist genauso hoch wie meine Söhne. Und damit das perfekte Versteck für sie. Mhm. Und sie hören nie, wenn ich sie rufe. Auf mich hören sie. Keine Angst, ich bringe deine Söhne sicher nach Hause. Du musst sie alle drei finden. Und beeile dich. Meine Frau wird nicht lange glauben, dass die Burschen am Tempel sind, um zu beten. So. Da ist er. Einer? Da ist er. Aha. Halt. Gefunden. Alle drei. So, dann werden wir die doch holen. Ja. Also Pevki ist eine reine Lust. Mich findest du nie. Geh heim zu deinem Vater und tu, was er sagt. Sonst sage ich dem Minotaurus, wo du wohnst. Aber... Ich hasse dich, Söldnerin. Ja, wahrscheinlich. Ist das eine Wildsau? Tatsache, eine scheiß Wildsau. Aua. Mehr.
rum. Das ist schon nicht feierlich. Du bist sicher. Geh heim. Und höre auf deinen Vater, wenn er dich ruft. Ja, Söldnerin. Tut mir leid. Ja. Ich muss die anderen Söhne des Prüfungsmeisters finden. Da drin. Autsch, mein Arm. Ich sitz nicht fest. Du kannst jetzt gehen. Ich bin gar nicht hier. So, da war nämlich eine Schlange. Ja. Was du kaputt gemacht hast, war ziemlich teuer. Deswegen würde ich meinen Pater wahrscheinlich umbringen. Pass bloß auf. Bestimmt. Geh heim. Jetzt. Oh, das war der letzte Rat. Ja. Herrlich. Ja, und ich habe schon gehört, im Hintergrund den Springer da oben. Ich sag ja, hier ist absolut witzig auf PFG. Ja. Haben sie nicht schlecht hingekriegt. So, Großer. Deine Söhne sind wieder hier. Ach, herrlich. Nun denn, ihr noch komm mach. Hallo? Hallo. Meine Söhne, du hast sie zurückgebracht. Ja, du hattest recht. Es sind kleine Scheißer. Unglaublich, dass sie auf dich gehört haben. Betrachte die Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne als abgeschlossen. Von all meinen Siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern. Ja. Ich habe alle Anzeichen. Ja. Ich treffe jetzt besser Leandros am Kriegergrab. Aha. Leandros am Kriegergrab. Ist das nicht prickelnd? Minotaurische Vorbereitungen. Schauen wir mal. So, den Bullen bei den Hörnern packen. Yeah. Bis gleich.